Hallo und herzlich willkommen bei Kreativ und Verspielt. Neben mir seht ihr den Benny und an meiner Seite wie immer die Nike. Heute haben wir einen Haul für euch und zwar von den Sachen, die wir auf der Gamescom gekauft haben, beziehungsweise was ich gekauft habe, was Benny kostenlos bekommen hat. Ich habe nur abgegriffen und die Nike hat auch abgegriffen, ordentlich. Schaut euch das Video aufmerksam an, denn ihr habt die Möglichkeit, auch etwas Kleines zu bekommen von der Gamescom. Irgendwann in der Mitte des Videos, auf der zwischendurch, werden wir was einstreuen und das ist dann ein wichtiger Hinweis dazu. Möchtest du denn beginnen? Ja, ich kann beginnen. Am Anfang lief es ein bisschen, ich habe immer so ein Problem bei einer Messe, mein Geld erstmal auszugeben. Wenn ich dann aber was ausgegeben habe, dann fließt das weg, wie Wasser einem Wasserfall hinunter. Deswegen habe ich mich am Anfang ein bisschen angestellt. Geziert, genau. Aber wir sind dann in so einem komischen Stand vorbeigegangen, wo draußen dran stand irgendwie alles billig. Und da habe ich dann meinen ersten Kauf tatsächlich gemacht. Das hier ist nämlich ein Bisasam. Aua, Fingernagel. Ach, es geht nicht auf. Warum geht es nicht auf? Ich muss nämlich... Das ist ja ein, so. Genau, da gab es Bisasam. Ich glaube, ich habe noch nicht mal einen anderen gesehen, außer Pikachu. Es gab alles mit Pikachu, was eben halt voll aus ist. Das ist so ein Nintendo-Markt, der auch so abgesperrt war, wo man so rein und dann so drumherum laufen kann. Genau. Und da habe ich diesen Gummi, ist er, oder? Ja, er ist Gummi. Bisschen zotter. Diesen süßen Bisasam habe ich mir da gekauft. Ist er nicht bezaubernd? Er ist bezaubernd. Er hat 15 Euro gekostet, tatsächlich. Den werde ich mir irgendwo hinstellen. Er ist so süß. Er ist für meine Bisasam-Sammlung. Ja, noch ein Bisasam. So, und da Benny jetzt einen Bisasam in der Hand hat, will ich noch einen Bisasam haben. Zwiebelsam. Will ich auch einen Zwiebelsam noch mal in der Hand haben. Dieses Kuscheltier gab es tatsächlich überall. AK Trade hieß der Laden. Ja. Das gab es irgendwie an sehr vielen Ständen. Allerdings hat es überall 20 Euro gekostet. Aber da habe ich auch, wenn hier steht 20, habe ich nur 15 bezahlt, seltsamerweise. War das denn jetzt sogar auch billiger, dass es nur 10 Euro gekostet hat? Da meinst steht du? Auch 15 drauf. Ja. Ich glaube, die waren da billiger, die da rumlagen. Ja, also das ist ein großes Bisasam. Das ist ein Bisasam. Der hat nämlich einen anderen Gesichtsausdruck. Ja. Und das ist ein normaler Bisasam. Und jetzt muss ich mir jetzt nochmal heraussuchen, wo ich die jetzt überhaupt hinstelle. Sogar von 2022 hier. Game Freak Creatures. Game Freaks sogar direkt. Die machen ja auch die Spiele. Genau. So, dann sind wir in noch einen Shop gegangen. Das war aber ein Extra-Shop. Und zwar in den Square Enix-Shop sind wir gegangen. Das war interessant, weil wir standen ja da relativ lange an. Ja, wir haben aber... Lass mich mal ganz kurz in deine Wimpern mal auf deine Augen. Man hat aber davor einen Zettel bekommen, der war beidseitig bedruckt, das habe ich aber erst später gesehen, als ich überfordert war schon. Und da stehen ganz viele Sachen drin, die ihr dann auch in diesem Shop kaufen könnt. Und in diesem Shop ist alles nummeriert. Das heißt, ihr guckt euch vorher schon mal an mit Preisen, was ihr eventuell kaufen wollt, geht dann in diesen Shop rein, lauft da so eine Runde, guckt euch direkt an, was ihr wollt oder ob das irgendwie falsch Englisch drauf stand oder ihr das nicht so richtig verstanden habt. Und dann geht ihr zur Kasse, gebt euren Zettel ab, bezahlt und in dem Moment geht jemand anders mit dem Zettel nach hinten ins Lager und stellt euch eine Tüte zusammen. So ist das, eigentlich voll gut organisiert. Ja, genau. Was habe ich da geholt? Ein Kissen. Ein wunderbares Kissen. Ich packe mich da nicht mal aus. Dieses wundes Mokri-Kissen. Genau, von Final Fantasy 14, was ich gar nicht mal so lange gespielt habe. Immerhin hast du mal gespielt. Ja, genau. Aber das fand ich voll süß, das Kissen. Ich glaube, das hat 20 Euro gekostet, gell? Irgendwie sowas war das. So ein Memory Foam drin. Stimmt. Viskose. Das kann ich zum Bisasam dann stellen. Ja. Und zum Hutel. Ja, also dieses große Kissen habe ich mir da gekauft. Für 20 Euro, glaube ich. Dann habe ich noch... Ach, hier ist noch Final Fantasy Online drauf, hier unten. Dann habe ich noch einen Soundtrack gekauft von Stranger Paradise Final Fantasy Origin. Der hat 40 Euro gekostet. Den seht ihr jetzt hier. Und dann habe ich, glaube ich, noch was gekauft. Warte. Weil ich ja dieses... Ich komme nicht an Trading Cards vorbei. Ich schaffe das einfach nicht. Ich hatte mal von Benny zum Geburtstag, der hat extra im Square Enix Shop im Internet bestellt, mit sehr viel Versand, schon Trading Cards gekauft. Das war ein Deck mit ein Cloud Deck und ein
Sephiroth-Deck, glaube ich. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Stimmt, aber wir haben es nie gespielt. Wir haben es nie gespielt. Jetzt habe ich das hier schon wieder. Starter-Set für zwei Spieler. Avalanche versus Shinra. Mit Kurzanleitung zweimal und 50 Karten jeweils. Ich glaube, das waren 25 Euro. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Aber ich glaube, das war Standardpreis alles. Ich liebe Trading Cards. Da ist auch Claude und Rufus dabei. Ja. Genau. Zumindest vorne drauf, da sind wahrscheinlich noch mehr dabei. Das war das, was ich gekauft habe. Und dann gab es noch etwas kostenlos dazu. Also entweder einen Button von Final Fantasy XIV oder eine Karte. Nee, nicht eine Karte. Oder irgendein Lesezeichen oder sowas Komisches fast. Ja, genau. Aber ich überlege gerade, ob ich nicht doch noch eine Karte bekommen habe. Ich glaube, es gab noch irgendwie. Das hier gab es auch noch dazu kostenlos. Square Enix Music, Musik Sample CD, Volume 16. Da ist dann sowas drauf wie. Also Stranger of Paradise ist drauf, Jack's Team, dann haben wir von Forspoken, oh, von Forspoken ist auch schon was drauf. Babylon's Fall ist auch drauf. Genau, dann haben wir hier noch von vom Remake, von Intergrade ist was drauf, von Final Fantasy X auch. Final Fantasy 5 Pixel Remaster auch. Und Orchester. Ja, aber ein bisschen schade, dass Sephiroth nicht dabei ist, aber... Mhm. Genau, das gab's noch dazu. Und das war's, glaube ich. Aber ich dächte, es gab noch eine Karte. Wenn ich die irgendwann nochmal finde, halte ich die nochmal rein. Genau. Das habe ich in dem Shop mitgenommen. Es gab natürlich noch anderes cooles Zeug. Ich hätte mir gerne noch diese Sephiroth-Klatsch. Das hört sich ja cool an, aber das Ding war sau hässlich. Ja, das war, wie groß war denn das? So groß, ja. So platt und es hat 90 Euro gekostet, gell? Und es war noch nicht mal Sephiroth oder so drauf, sondern nur dieses Zeichen von Cloud, was der im Schild und Dings hat. Ja. Und Klatsch ist doch eigentlich so eine kleine, oder? Ja, das genau. Weiß ich sogar. Ich habe gedacht, das wäre so was Kleines, große, Cooles, angelehnt. Fast so groß wie das Kissen hier. Schwarz-Weiß mit diesem Symbol noch, was er hier jetzt hat, das wäre sehr cool gewesen, aber war es natürlich nicht. So, das war eigentlich der Donnerstag, ja? Ja. Gab es da schon was umsonst, kannst du dich erinnern? Ja, so Kleinigkeiten habe ich mitgenommen. Den Chip, den ihr im Video sehen könnt, so ein Einkaufschip. Ach genau, nee, wann war das? Ach, das habe ich auch noch gekriegt. Das war am... wann wollten wir uns die Kisten holen, die Sitzkisten? Ach, am Freitag oder am Samstag? Ich glaube, am Samstag wollten wir uns die Sitzkisten holen. Ich weiß nicht mehr. Und da habe ich das hier von 1Live gekriegt. Das ist ein Brillenband, aber die Nicke wollte es nicht. Hier machst du an deine Brille dran sofort. Warte, ich mach's gleich meine Brille dran. Tu es! Mach das 1Live-Band an deine Brille. Leider gab es keine Stühle mehr für uns. Ja, das hier. Das hier habe ich bekommen, kostenlos abgegriffen. Und diese ganzen Buttons. Buttons. Ich wollte keinen dran machen, weil ich will kein Loch im T-Shirt. Und dann gab es noch so Buttons bekommen. Das hier, gell? Das auch noch. Und ein Stück. Genau, beim College. International College habe ich mir diesen Einkaufschip und das hier. Das hier ist auch vom College. Ja. Und einen Stift habe ich mitgenommen. Und das war gut, dass ich den hatte, weil wir haben dann mal einen gebraucht und dann hatte ich direkt einen. Beim Square Enix Store haben wir nämlich eingebraucht. Stimmt, da haben wir eingebraucht. Und Raw Fury, das war auch so ein Spiel. Da haben wir hier so, ich glaube, zum Gummibär, das liebe ich dann essen. Genau, das war das kostenlos. Also so viel haben wir jetzt nicht kostenlos erhascht. Ich glaube, ich hätte noch mehr. Am Anfang hatte ich voll Bock, die ganzen kostenlosen Sachen abzugreifen. Dann, als ich diese drei Buttons hatte, habe ich gedacht, ach, was will ich eigentlich mit Buttons? Ich wollte mehr T-Shirts abgreifen, aber irgendwie war ich nicht so in der Laune, in die Menge zu springen. So, ich habe ja mal in einem Vlog von der Gamescom, die findet ihr übrigens da oben alle in einer Playlist verpackt, wenn ihr die euch die angucken möchtet, habe ich gesagt, ich habe mir Sticker gekauft, aber ich zeige es euch nicht. Jetzt zeige ich es euch. Das hat sie gezeigt. Ja, genau. Das Ding hat sie gezeigt. Ich habe nämlich Sticker gekauft, große. Die könnte ich eigentlich auf Arbeit in mein neues Büro kleben. Das hier. Oder das hier. Da hat einer einfach diese Memes genommen. Das hier ist auch süß. Kriegt man direkt Hunger. Ach, ich sehe auch, die sind voll geil hier hinten. Die kann man voll leicht ablösen. Hier haben wir noch einen bisschen Keks. So einen habe ich auch gegessen. Der war 2 Euro gekostet. Findet ihr auch in der Playlist. Hier haben wir ein Gespenst mit Katzenohren. Hier haben wir eine trommelspielende Katze. Genau, da habe ich für 10 Stück, glaube ich, 7 Euro oder so bezahlt. Hier haben wir Nu. Nu ist immer gut. Das scheint mir so teuer für Sticker. Dann haben wir hier noch das hier, einen Panda, irgendjemand, der einen Panda anhat. Dann haben wir hier einen Hamburger, den man niemals essen will. Den gibt es sogar hier als Kuscheltier. Ja, gab der Kuscheltier gab es da auch. Ja. Und eine Pizza. Pizza.
Für die Turtles. So. Dann tue ich die das mal irgendwo hin. Ich habe noch versucht, so ein Spiel zu spielen und mir Merchandise zu gewinnen für 3 Euro. Da gab es eine Yoshi-Figur zu gewinnen. Und ihr könnt in dem Video mal nachschauen, wie ich das versucht habe. Es muss am Samstag war das. Ja, genau. Das ist das Samstag-Video. So, dann haben wir noch was kostenlos gekriegt. Hier, Benni, das ist eins. Ja. Und das ich habe auch was kostenlos gekriegt. Ich habe das auch kostenlos gekriegt. Und zwar eine Moonbreaker-Tüte. Ich auch. Stimmt, oh, wisst ihr, an was ich mich gerade erinnere? Wir haben nie geguckt nach dem Bild, was wir da in dem Stand gemacht haben. Crafton. Das haben wir bekommen, als wir beim Callisto-Protokoll angestanden haben. Da haben wir, aber ich habe das Ding fotografiert, glaube ich. Okay, gut, weil wir haben nicht auch ein Bild gemacht. Ja. Da, Taschen sind natürlich immer gut. Ja, Taschen kann man immer gebrauchen. Mhm. Wir haben eh gerade angestanden, also gefragt, would you like a bag? Und ich, ja, gib 2. So, dann müssen wir wieder was machen, was wir gekauft haben, gell? Ja. Ich habe Figur gekauft. Ich glaube noch nicht mal, dass er echt ist. Meinst du nicht? Ich weiß es nicht. Also ich habe diesen Piccolo gekauft. Steht Bandai drauf, ist echt. Hier hinten steht auch Banpresto drauf, aber das kann natürlich auch einfach so draufkleben. Ich habe diese Figur gesehen, habe mir gedacht, das ist zu teuer. Und dann war da so ein riesiger Stand mit 3 Meter hohen Regalen. Und da stand der auch. Und dann habe ich den Typ gefragt, wie viel das kostet. Und er sagte zu mir, 49. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und dann bin ich zum nächsten an dem Stand gegangen. Der hat zu mir gesagt, 39. Also habe ich jetzt 39 Euro für diese bezahlt, statt 49. Und ich finde es aber so interessant, wie unschön die verpackt sind. Ja, du hast gesagt, wenn der zweite was anderes gesagt hätte, hätten wir einfach sagen wollen, ich gebe dir 20. So, das hier ist Piccolo. Echt komisch verpackt. Das ist so verpackt wie dein Dings hier, wie deine Monsterhunter-Figuren. So. Na gut, vielleicht ist es doch echt. Ich habe natürlich die stumpfe Schere rausgekriegt, gell? Hm. Hier hast du bitte. Erzengel Piccolo. Ja, Erzengel. Hier hast du bitte. Nee, Erzteufel Piccolo. Wir müssen schon zusammenstecken. Willst du? Das ist ja lustig zusammenzustecken. Er ist schwer. Hinten hat er ein Loch, um ihn hinzustellen. Sieht man sein Gesicht? Ich finde es eigentlich sehr cool. Ja, vor allem hat er auch einen schönen Gesichtsausdruck. Ja, er sieht fies aus. Passt ja eigentlich nur auf eine Art, klar. Ja. Oh ja, geht ganz einfach zusammen. So, lass mich mit den Fingern. Bevor Vegeta mein allerliebster Lieblingscharakter war von Dragon Ball, war es übrigens Piccolo. Ja, Piccolo hat sich gemausert vom Anfang als Bösewicht im alten Dragon Ball, wo er echt sehr böse war. Zum coolen Piccolo und Dragon Ball Z dann. Ach nee, hier steht, also ist wahrscheinlich doch echt. Aber es wundert mich halt, dass das so günstig war an dem Stand. Ja, aber die müssen ja auch, wenn die alle gegeneinander kämpfen. Master and Pupil. So, das war scheinbar so eine Edition, dass es dann beide gab. Aber ich will nicht so einen Gohan. Gohan ist doch scheiße. Das Gohan ist doch cool. Hier haben wir Piccolo. Gib niemals auf. Doch der Weg. Piccolo, ich fand immer Piccolo seine Schuhe voll witzig. Ich finde sie immer noch lustig. Als wären sie oben einfach so runtergerollt. Nein, habe ich den jetzt hinten schon angeschmiert? Nee, der war bestimmt schon angeschmiert. Na toll, deswegen war er so billig. Ja. Na, muss ich nochmal sauber machen. B-Ware. Okay, so, jetzt haben wir ein Piccolo. Genau, aber da ich ja Vegeta verliebt bin, habe ich hier noch den. Aber das ist The Majin Vegeta. Ja, genau. Und bei dem war es so, bei dem einen Stand, was stand da für 65 Euro? Und ich dachte, das ist ein bisschen teuer. Und dann sind wir an diesen besagten Stand gegangen und dann habe ich da gefragt und der meinte 59. Und ich dachte, das ist schon 6 Euro billiger. Aber als ich dann dem Nächsten das Geld in die Hand gegeben habe, hat er mich ganz komisch angeguckt und hat mir 2 Euro zurückgegeben. Also habe ich jetzt 58 Euro dafür bezahlt. Ich weiß nicht, was mit denen an diesem Stand da los war. Vielleicht haben sie Mitleid gehabt. Ja, den packt man natürlich auch aus. Mhm. Der ist, guck mal, ist der nicht gut verpackt? Vor allem. Alle so aus 2 Teilen. Warum haben die so einen großen Karton, wenn die dann eh so auseinandergeschnitten sind? Ja. Schade. Der
viel dickere Beine als der Piccolo. Das ist ja auch eine andere Version, glaube ich. Da könnte der von Rohan dazu, ich weiß nicht, was hier dazu gehört. Ja, beim Vegeta ist es immer ganz schrecklich, weil der teilweise echt hässliche Gesichtsausdrücke hat. Ich weiß nicht, was die sich da immer vorstellen. Der hat einfach so einen Ständer dabei, das ist ja lustig. Der sieht aber krass aus. Der hat sogar eine Ader. Eine Ader, die Bösartigkeitsader. Ich glaube, hier macht man einfach nur seinen Fuß rein. Ja, irgendeinen von beiden. Ja, den da. Ach ja. Den. Den hier macht man rein. Ach so, ja. Ist der hier? Steht sogar ohne, oder? Nee. Brauchen wir. Diese. Doch, ich mag ihn sehr gerne. Ich finde ihn sehr schön. Und der hat einen. Guckt hinten. Arschfristose. Eigentlich müsste so ein Bodybuilder-Arsch haben, so einen explizierten. Ja, also ich mag auch den, wie gesagt, der Gesichtsausdruck. Guckt euch den Gesichtsausdruck an. Die sehen echt teilweise ganz schlimm aus. Von Vegeta und so. Also gerade von Vegeta. Die haben ganz komische Schatten gehabt. Die waren einfach so gelb. Ja. Die waren nicht richtig bemalt, glaube ich. Oder so. Oder es sollte so sein. Ich glaube, das sollte so sein. Das sah ganz komisch aus. Ja, weil so viele waren, gell? Ich hau dich. Nein. 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 So. Müssen so auf die Stirn hauen. Und jetzt gibt es erstmal was Kostenloses wieder. Hier. Gib mir die Tüte. Ach so, ich habe gerade gedacht, was ist denn da drin? Wir haben Contractors gespielt und haben diese Tüten bekommen. Es war ein VR-Spiel, das könnt ihr auch sehen, und ich habe gedacht, ich falle um dabei. Das war wirklich seltsam, wenn man da so komplett drin rumläuft. Das war von Caveman Studio. Und da haben sie uns diese Beutel gegeben. Genau. Und weil ich da rumstand und mir ein Missgeschick passiert ist, was ihr auch in dem Video sehen könnt. Und zwar in dem Samstagsvideo seht ihr, welches Missgeschick mir passiert ist. Und dann habe ich gefragt, ob die nicht auch T-Shirts haben, weil die da gerade T-Shirts auspackt haben. Da habe ich gefragt, ob ich eins haben kann. Und da habe ich dieses T-Shirt bekommen. Und wo geht's los? Da geht's los. So rum. Ja. Das Pico-Shirt. Pico ist nämlich so ein Hersteller für so VR-Brillen. Die haben wir auch benutzt bei dem Spiel. Und das sind auch Standalone-Geräte sogar. Also die kann man einfach aufsetzen, braucht keinen Rechner. Also das auch ohne cool. Handy? Ja, ja, ohne alles. Die sind komplett Standalone. Komplett autark. Ja, da ist ein Computer und alles drin und eine Festplatte. Und da kann man spielen, also wie die Oculus Quest praktisch. Ja, an dem Stand, das war jetzt ein Pico-Stand, die haben da die Spiele gehabt. Man kann sie auch dann an Rechner anschließen mit so einem Kabel und dann die Steam-Spiele spielen. Dann hat man halt wieder ein Kabel. Mhm. Ohne Kabel ist halt echt cool. Ja, das stimmt. So, aber wenn man die ganzen Steam-Spiele spielen will, dann braucht man halt noch einen leistungsstarken Rechner, der die verarbeiten kann, der die dann reinsendet. Aber Standalone. Ich finde aber auch, gerade bei sowas musst du ja voll aufpassen. Am besten du hast einen Raum, der rundherum gepolstert ist, weil als wir da drin, ja, als wir draußen standen, konnte man ja reingucken und da war so einer und der ist die ganze Zeit irgendwo hingelaufen. Nee, das war beim Golf. Beim Golf ist einer so weggelaufen. Dann ist immer die Mitarbeitende ist so hin und hat so versucht, die Stückchen zurückzuschieben und der ist immer wieder losgelaufen. Ja, das ist eigentlich komisch, weil der Bereich war ja eingestellt. Wenn ich zum Beispiel an den Rand kam, dann kommt sofort so ein blaues Gitter. Ach so. Dass du außen bist. Was hat der denn gemacht beim Golf? Ich weiß nicht, ob der durch das Gitter läuft, weil da reagiert es dann auch nicht mehr, wenn er weiterläuft. Da bringt es ihm eigentlich gar nichts. So, ich habe noch was. Ich sehe aber gerade, dass es irgendwie ein Einzelteil ist. Das habe ich an einem Stand gekauft, der eigentlich schon zumachen wollte und die ganz wild rumdiskutiert haben. Und dann kam ich und habe gesagt, ich hätte gern das. Und das ist ein Chibanyan. Den packen wir jetzt aber auch aus. Ich will den sofort auspacken. Chibanyan ist eine Katze von Yokai Watch. Eins der ersten Yokai, die ihr findet. Das war das. Genau. Chibanyan. Und ich wollte Chibanyan haben und Chibanyan hat 10 Euro gekostet. Das ist eigentlich ein guter Preis. Ja, genau, das zeigen wir euch gleich noch sagen, den Kniff. Ich weiß mal, was die Yokai sonst kosten. Aber von der Größe, wenn man so vergleicht, würde ich sagen, 10 Euro sind okay. Was ist denn das für ein komisches Material? Das ist aber kein Stoff oder so. Ich befreie so lange mal die hier. Das ist eine komische Papierschnur. Das ist eine wirkliche Farbe. Muss man das aufreißen?
zeigen euch gleich mal, ja, was cool ist an dem Ding. Die kleinen Füße, Alter. Ja. Da hier war so eine komische Schnur dran. Sieht wie Waschgürtel aus. Doch, das Papier. Und das machen wir früher, wenn man die Barbies ausgepackt hat. Der hat zwei Schwänze. Natürlich hat er zwei Schwänze. Wir haben uns zwar geguckt, aber ja, kann mich gar nicht mehr so gut dran erinnern. Wir haben doch. Offensichtlich ist es eine Zweischwänzigkeit. Ich gehe mal ein Stück zurück. Mit dir so gut rumsäbelt. Hier, das kann ich schon mal das erste machen, weil du. Hier ist sogar eine Anleitung, 4 plus. Guck mal auf die Anleitung. Aha, die Anleitung. Ich steck mir einfach den Kopf rein. Ich sag das, was eine Anleitung sagt. Benni, willst du uns zeigen, was er kann? Ist es drin? Will es nicht rein? Aha. So, hier ist der Jeep Banyan. Und er hat noch ein Special Feature, und zwar. Ich glaube, man kann auch ziehen, ja, hinten. Ach, wenn er loslässt, sagt das. Ist schon leer. Hat er nicht auch Tatzen des Torns gemacht? Plus auf Englisch. Das mache ich jetzt, wenn Benni schnarcht. Hinter seinem Ohr. Warum sagt er eine Chibanya? So, das ist jetzt mein Chibanya. Ja. So, jetzt soll man erst noch was. Habe ich aber schon. Ich glaube, ich habe nichts mehr gekauft. Eine habe ich noch gekauft, aber wir machen erst noch mal was Kostenloses. Mhm. Ach ja, da habe ich noch da nicht rein. Ja. So, wir waren nämlich am Stand von Sidness. Ja, am Stand von Sidness RS. www.sidness.de gibt es auch alle. Wir waren doch auf Gamechair GG. Wir haben uns nämlich gleich den Sidness bestellt. Also ich habe mir den Sidness bestellt und die Nicke so ein anderes aus der Sidness-Reihe. Ja. Ach, hier steht auch livingchairs.de. Das hier gab es immer für uns. Uni, das ist ja mit Energy. Energy habe ich nie genommen. Könnt ihr abscannen. Da gibt es echt coole Spiele, die waren so ultra bequem. Wir haben nämlich alle möglichen Gaming-Chairs da getestet. Und der Sidness war der bequemste. Ah, ein Wutball. Ein Wutball? Und der hat nett geknarzt. Oh, ich glaube, das dringlich direkt. Ein Wutball. Ich hab nicht Lust. Ja, ein Wutball. Unten ein Öffner. Ein Öffner? Kann man das so machen? Nee, gell? Doch, guck dir das mal an. Ist das dafür gedacht? Nein, das ist. Vielleicht ist das auch für sowas. Topster. Aber das geht. Ja. Das ist doch dafür gedacht. Das ist doch ein Kann sein, dass es beides kann, aber es ist auf jeden Fall auch ein normaler Flaschenöffner. Aber stimmt, hier geht es so rein. Der mit Taurin, oh Gott. Und das halb zwölf. Energy spielt sie. Willst du auch eine? Soll ich meine auch aufmachen oder Nein, soll ich die trinken? Wir trinken die. Ich will sie nicht. Okay. Ich habe nämlich immer die Energy spielt sie. Jetzt mal so mehr anstehen. Wir waren jeden Tag an einem Stand. Und der Verkäufer war so korrekt, der hat uns immer welche gegeben. Ich dachte, wollt ihr eine Spezi? Ich dachte so, nein, wir sind ja wegen der Spezi hier. Wir wollen nicht auf die coolen Stühle. Das sah echt so aus, wir haben bestimmt 8 Spezi abgestaubt. Und dann waren wir am Ende, wo es schon eigentlich zumacht. Und dann bin ich richtig eskaliert. Und hab dann sogar noch diese gekauft hier. Ist die nicht geil? Guck mal, wie die guckt. Es gab auch noch eine mit einer Stoffmütze, die hat dann so gelegen und so geguckt. Ja, aber genau. Die wollte unbedingt die mit dem Plastikhut, die sitzt. Ja, genau. Und die hat nämlich auch hier so ein Ding. Und guck mal, die hat ein Arschloch. Ja, das habe ich gesehen. Ja, das hat man hier gesehen. Das muss man unbedingt anmerken. Die hat 20 Euro gekostet, die Mieze. Die war aber auch schon am Zusammenräumen, die Verkäuferin. So, und jetzt kommen wir zu dem, was nicht mehr uns ist bald. Stimmt, was eigentlich voll witzig ist, gell? Wir waren jeden Tag an dem Stand, haben Spezi abgeschnorrt und manchmal sogar 2 bekommen. Und am letzten Tag hat er uns dann gefragt, habt ihr eigentlich schon ein Goodiebag bekommen? Dann haben wir so ein Goodiebag bekommen, in dem auch noch ein Spezi so drin ist. Sehr nett. Ja, genau, auf jeden Fall. Gute Beratung, sehr nett. Ja. Willst du was dazu sagen?
Hier ist der erste Gewinn, den ihr abgreifen könnt. Und zwar eine Get Digital steht drauf. Eine Box, die wir bei dem Krämer gekauft haben. Der Krämer ist hier und ich habe mich mit dem Krämer unterhalten und er hat gesagt, die Box ist top. Ja, außerdem war es der einzige Stand, der wirklich so eine Gaming-Box gehabt, also wo nur Gaming-Zeugs drin ist. Genau, das hier ist die eine Gaming-Box. Und wir haben sogar noch eine. Damit Benni auch ein bisschen Geld rausgibt. Ja, ich habe die Gaming-Boxen dann gekauft. Ich habe den Gönner raushängen lassen. Achso, du musst es so rum hinstellen. Da steht es nämlich auch drauf, der Gaming. Achso, Gaming, ja. Da seht ihr, was ungefähr, ich weiß nicht, ob das schon genau heißt. Ich habe noch keine aufgemacht. Ich weiß nicht genau, was drin ist. Aber soll man was sagen, was drin sein könnte? Nein. Gar nichts. Nicht schütteln auf jeden Fall. Ja, das Problem ist nur, wenn wir das verschicken, dann muss es ja geschüttelt werden. Ach so. Na gut, ich glaube, die kann man auch bestellen und dann kriegt man die auch zugeschickt. Es wird schon hoffentlich gut eingepackt sein. Ansonsten habe ich schon überlegt, ob ich reingucke und nochmal alles auspolster. Aber dann habe ich eben halt reingeguckt. Das ist halt auch scheiße. Ja gut, aber dann sehen wir wenigstens, was drin ist. Ich könnte es ja dann schreiben, was drin ist. Wir müssen noch mal gucken, wie wir das jetzt letztendlich tun. Vielleicht hätten wir uns auch eine bestellen sollen, da hätten wir mal geguckt, was drin ist. Wenn ihr eine dieser Boxen gewinnen wollt, dann schreibt bitte in die Kommentare, also ihr schreibt sowieso immer alle Kommentare, deshalb schreibt einfach einen Kommentar, aber in dem Kommentar muss einmal drinstehen, Hashtag kreativ und verspielt. Genau. Und das tut ihr bis Montag, den 12.09. um 22 Uhr abends. Denn unser Gamescom-Fazit-Video wird am Dienstag um 19 Uhr online gehen. Und da seht ihr auch, ob ihr gewonnen habt. Wenn diese Verlosung vorbei ist, bekommt ihr natürlich eine E-Mail. Und dann schickt ihr uns eure Adresse und dann geht dieses Päckchen raus. Ich weiß bisher noch nicht so richtig, ob ich das nochmal verpacke in ein Paket. Oder ob wir es tatsächlich so rausschicken. Also es könnte sein, dass es kurz geöffnet wurde, um zu gucken, ob auch alles sicher verpackt ist. Ja, also wir nehmen da jetzt nichts raus oder so. Das wäre mal voll die Kacke. Wir haben 35 Euro pro Kiste bezahlt, aber da drin ist ein Warenwert von 60. Wurde hat er gesagt, ja. Hat er gesagt. Mindestens 60 Euro, schreiben die immer dazu. Aber es könnte sein, er hat mir so ein bisschen was verraten, was so vorkommen könnte. Nicht genau, was drin ist, aber was auf jeden Fall so ein paar Sachen drin sind, die drin sind. Und es hat sich sehr cool angehört. Genau. So sieht es aus. Und er hat gesagt, kein Mist. Das ist kein Mist. Ja, ich glaube, es hätte wahrscheinlich jeder... Dabei, ja, manche Boxen hat mir so gesehen, dann habe ich auch immer nachgefragt, was so drin ist. Und das Problem war, es gab halt viel von so Serien und so und gemischt, wo man dann nicht weiß. Und wir wollten aber Gaming und das waren, glaube ich, die einzigen, wo wirklich so richtiges Gaming drin war und wo jetzt nicht ein Schlüsselanhänger oder so ein Zeug drin ist. Ja. Weil wir hatten ja gesehen, die beiden anderen hatten noch jeweils so eine Kiste und da war doch auch nur Mist drin. Ja, so Kleinkram. Vor allem schon so, so ausgepackter Müll. Ja, so als wäre es einfach so reingeschmissen worden. Ich habe ja hier oben die Kingdom Hearts Figur und da war eine Kingdom Hearts Figur drin und normalerweise sind die ja auch in der Kiste drin. Die lag da einfach so drin rum. Ja, da haben die einfach so gedacht, schmeißen wir alles rein, was wir noch haben. Ja, genau. Kauft ihr euch Sachen auf den Conventions? Also ich bin grundsätzlich so eine Convention-Käuferin, weil gerade bei Square Enix bezahlt man aus Frankreich, ich glaube, das waren damals 20 Euro Versand oder so, die du zahlen musstest. Ja. Ja, das war voll viel. Versand bezahlt. Ja, ich als bekennender Geizkragen, ja, der sich voll viel Zeug auf der Gamescom gekauft hat. Ja, du hast mir doch den Sicherer da bestellt. Ja, aber ich dachte, ich hatte so viel bestellt, dass ich keine Versandkosten mehr zahlen musste. Ich weiß es nicht. Bei diesen Fanshops muss man immer so viel Versand bezahlen. Ich glaube, als ich mir die Cyberpunk-Jacke... Du hast die Cyberpunk-Jacke, musste man da bis Versand bezahlen? Ich glaube nicht, oder die hat doch über 100, oder? Nee, 70 oder 80 hat die gekostet. Schon teuer, ich meine, die ist eine schöne Jacke auch, die ist gut mit dem bestickt hinten sogar, gell? Oder nee, das ist draufgedruckt, aber sie ist halt schön warm. Ja, ist wie so eine Fliegerjacke. Ja, genau, so sieht's aus, wir sind am Ende. Denkt dran, am Dienstag kommt das Video mit der Endlosung. Und am Sonntag kommt ein besonderes Video, so also ein bisschen angelehnt. Da kommt nämlich ein Gaming-Talk, angelehnt an die Gamescom und an andere Messen. Ja, so machen wir es auf jeden Fall. Ich muss jetzt immer den Piccolo bestaunen und den Vegeta. Aber irgendwie der Piccolo, der Vegeta gefällt mir besser, weil der schön steht. Irgendwie aber der halt die Stände. Ja, du mein gut, wenn man jetzt rumbewegt, würde er abbrechen, aber macht man ja eigentlich nicht. Nee. Zeig mal, ich hatte mir auch gar nicht richtig angeguckt. Es sieht schon sehr cool aus. Der ist schwer. Also ich finde diesen Ständer hier cool, der an seinem Fuß einfach so. Ja. Der hat zwar dann einen Klotz am Fuß, aber der fällt weniger auf,
als so ein, ich nehme jetzt hier, weil ich irgendwie dem Ständer nicht so richtig traue. Ich finde aber die Pose besser wie einfach nur stehen, weil einfach nur stehen gab es ja auch. Da war er zwar größer und teurer, stimmt, aber... Stimmt, ja. Aber wenn er dann so macht. Oder wie hat er denn jetzt... Ja, so. Oder so. Nee, hier, wie war das? Todesspirale? Nee. Ja, doch, hatte die Teufelsspirale. Teufelsspirale, genau. Teufelsspirale, ja, weil der war auch der Erzteufel Piccolo. Und dann kam so rotes Zeug von raus, ja, in der Spirale. Teufelsspirale, genau. Die hat er doch durch den Raditz geschossen. Ach, war das die? Ja, nee, nicht durch den Raditz, durch den Son Goku hat er die geschossen und hat einen Raditz erschossen damit. Ja, genau, Goku hat einen Raditz festgehalten. Ja, genau, so. Und dann kam der ja in das Dingsbums da. Ja, und dann kam er zum Meister Kaiju. Und dann ging es ab. Dann war er immer wieder, der war das erste Mal tot bei Dragon Ball Z. Dann hat er diesen Raum mit der Gravitation rausgefunden und ist immer voll abgegangen. Da drin hat die immer höher geschraubt. Genau. Wollte es noch nur am Arsch anfassen. Ja, also ja, schreibt uns fleißig drunter, genau, wenn ihr das Video natürlich aufmerksam guckt habt. Wenn nicht, spult zurück, zieht es euch nochmal rein. Genau. Ihr habt ja nur ein paar Tage Zeit. Ihr geht aber jetzt diese Kiste hier wegziehen. Ja, und ich auch weiter den Ball hier, das ist krass. Das ist genau. Und dann waren wir im Cosplay Village und dann wurden wir da angequatscht. Wir haben uns erstmal so ein paar Bilder angeguckt, wo jemand gemalt hat, gell? Und dann wurden wir angequatscht von einem Herrn, da habe ich mir gedacht, das könnte auch Benny sein, der so zugequatscht hat. Und da war so eine kleine, so eine Künstlerin, die hatte so einen Stand und sie hat die Mu, hieß sie Mu? Ja, gell, irgendwie, also Mü. Weiß ich nicht. Nee, oder Mü. Ich glaube, Mü ist ihr ausgedachter Charakter. Und sie hat so Malbücher verkauft von ihrem ausgedachten Charakter. Jetzt als, da ist die Mu als verschiedene andere Tiere praktisch gemalt worden. Und hat er uns das so erzählt und erzählt. Und dann habe ich am Ende gesagt, okay, ich nehme es mit. Also es hat jetzt 10 Euro gekostet, das hat sie selbst gestaltet und sie ist auch da gerade dabei, ein Kinderbuch dazu zu machen. Können wir euch natürlich unten, auch noch super. Genau, unten in die Kommentare machen, von wem das war. Und ja, ich fand das sehr süß. Wenn ihr, was ganz anderes, wir haben auf unserem Kanal eine 52-Wochen-Challenge mal hochgeladen, wie man am besten so ein bisschen nebenbei Geld spart. Und da könnt ihr gerne mal da oben reinschauen, wenn ihr Geld für euer nächsten Convention-Besuch braucht. Ja, falls ihr gerne Merchandise kauft, wie manche Leute, dann ist es ganz gut, wenn ihr dafür spart. Genau, das mache ich jetzt immer zum Stress runterfahren. Mache ich mir jetzt meine Kühe aus. Eins haben wir noch gerade vergessen. Und zwar hier, da habe ich mir noch so einen komischen Riegel gekauft. Da seht ihr auch die Kostprobe in dem Video vom Donnerstag, war das, glaube ich, direkt. Ja, genau. Am Donnerstag habe ich mir von Jaguar Fox so einen Riegel gekauft und habe geguckt, ob der richtig abgeht. Und dann habe ich in dem Video gesagt, ich berichte, ob ich richtig viel Energie davon bekommen habe. Ich habe leider nicht berichtet. Ich glaube, die Energie war okay. Ich habe den ganzen Tag bin ich noch rumgelaufen auf der Gamescom. Ich glaube, an dem Tag hatten wir auch die meisten Schritte. Also, okay. Und ich habe mir noch das hier geholt, Pause. Die hatten nämlich Gaming Booster, so kleine Flaschen. Und die hatten auch hier zum Runterkommen. Das ist so ein Schlafdings. Keine Ahnung, ich wollte es eigentlich direkt abends trinken. Ich gedacht, da habe ich guten Schlaf, aber ich habe es vergessen, weil es zu klein ist. Was ist da überhaupt drin? Aber du weißt, wie du es einnehmen musst, oder? Ja, einfach trinken. Aber nicht komplett, oder? Tangerine, ja doch, komplett. Ach, das ist für Portion. Einmal? Für einmal, das sind 10 Milliliter, das ist wie so eine Dose Kaffeesahne. Ich glaube, das ist wie Propolis oder so, wo du mal so ein paar Tropfen nimmst. Da hält man sich rein. Boah, schläft mir angeblich gut. Da ist Pause. Ich probiere es aus. Diesmal berichte ich davon. Genau. Und ich habe nämlich auch noch was vergessen. Aber das liegt daran, dass es nicht hier ist, weil ich es schon verschickt habe. Und zwar seht ihr nun hier eine Dark Souls-Hände. Weil es gibt ja diese, wie heißen die? Die mit den großen Köpfen? Tabs. Was? Tabs? Nee, Tabs waren die ganzen Enten. Die waren jetzt voll in. Du meinst die Funko? Ja, die Funko. Es gibt ja jetzt diese Funko-Pops und dann gibt es ja andere Figuren. Und jetzt gibt es auch noch die Enten, die total in sind. Jetzt gibt es Tabs. Und da habe ich eine für jemand anders mitgenommen. Und die hat 15, glaube ich, gekostet, gell? Kann sein, ja. Ich glaube. Oder hat die sogar 20 gekostet? Nee, die hat 25 Euro gekostet. 25, genau. Genau, weil nämlich die Dark Souls-Enten, die waren teurer wie alle anderen Enten. Stimmt, die anderen waren alle billige. Aber das war das einzige Dark Souls-Merchandise. Wir haben überall nachgefragt. Die hatten nichts vom Souls und die hatten auch keinen Elden Ring, komischerweise. Es war ganz seltsam.
Ja. Und das Einzige waren wirklich diese Tabs, das jetzt so Badeenden halt sind. Ja, Tab heißt also ja allgemein war es sehr wenig an Gaming-Zeug. Ich meine, guck mal, was ich gekauft habe. Ich habe Vegeta gekauft. Chibanya. Und Bisasam. Ja gut, die sind halt alle in Videospielen irgendwie. Ja, das stimmt. Und mir ist noch was aufgefallen hier. Voll die krassen Muskeln hat er. Also ich glaube nicht, dass er... Ich glaube, der ist echt. Ja, ist auf jeden Fall gut bemalt. Ja, er ist nicht schwarz wie der Piccolo. Ja. Haben wir euch das eigentlich schon gezeigt, dass der schwarz ist? Ach so, dass er dreckig ist, ja. Ja, hier. Piccolo ist dreckig, deshalb war er billig. Ach, das kann man einfach abmachen. Das andere auch. Ach ja. Okay, gut. Also jetzt ist er nicht mehr dreckig. Jetzt ist er nicht mehr dreckig. Er ist ein sauberer Piccolo. Ich mag sie sehr gern. Ich werde sie in mein Herz schließen und ich muss nur einen Platz dafür suchen. Und für Chibanya. So machen wir es. Ansonsten bleibt gesund. Kreativ. Und verspielt. Tschüss. Tschüss.